Dominic Thiem und sein Triumph bei den US Open, ein Thema, das uns natürlich weiterhin begleitet und auch begleiten wird. So auch jetzt. Ich freue mich dazu, einen sehr kompetenten Gesprächspartner bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, und zwar den Manager von Dominic Thiem. Herr Wegstracker, hallo. Hallo, meine sehr verehrten. Vielen Dank für den Besuch. Der Dominic Thiem hat schon vermittelt bei seinem Medientermin in Wien, unmittelbar nach der Landung, viel geschlafen hat er nicht. Man hat ihm auch angesehen, auf wie viele Stunden Schlaf haben Sie gebracht, seit der Dominic in New York den Matchball verwandelt hat? Ja, davor schon wenig, weil er hat ja die letzten Spiele davor auch immer schon in der Nacht gespielt, und für mich geht ja der Tag trotzdem normal weiter. Und danach, im Unterschied zu ihm, der jetzt Gott sei Dank einmal ein, zwei Tage ausspannen konnte, ging es bei mir weiter. Also mehr als vier, fünf Stunden sind es zurzeit nicht, aber das bin ich auch von Veranstaltungen gewohnt. Also ist jetzt nichts, worüber ich mich beschwere, weil es sind ja positive Geschichten, die da jetzt kommen. Dominic hat jetzt vor kurzem, ich bin ja als Investigativjournalist unterwegs gewesen, eine Insta-Story gepostet. Offenbar spaziert er gerade durch den Wald oder lässt es sich sonst irgendwie gut gehen. Wissen Sie, was er gerade tut, oder lassen Sie jetzt auch einmal die Finger von ihm und sagen, jetzt zwei Tage ohne mich wirst du auch überleben? Genau, also wir sind natürlich im Kontakt, aber was er jetzt genau tut in dem Moment, weiß ich nicht. Er weiß, wie wichtig ihm die Natur ist. Wie wichtig, glaube ich, nach vier Wochen Quarantäne es ist, dass man einfach mal rauskommt, mit dem Hund spazieren geht, am See, am Wald, frische Luft, österreichische Luft schnappt. Ich glaube, das ist sicher extrem wichtig. Das tut er jetzt und wird dann am Wochenende wieder einsteigen ins Tennis. Hat es schon eine Feier gegeben? Ja, ja, aber auch kleine private. Ist auch die schuld an Ihrem Schlafmangel? Nein, die ist nicht schuld am Schlafmangel. Also die große Feier, glaube ich, die wird es jetzt später geben. Ja. Okay. Apropos Schlafmangel, vielleicht können Sie das ein bisschen präzisieren oder greifbar machen, was denn dieser Erfolg jetzt für Sie konkret bedeutet in Ihrer Funktion als Manager. Werden Sie schon erschlagen von Sponsorenangeboten? Na, es ist wichtig, glaube ich, dass die, und auch eine Herausforderung für mich jetzt, dass man diesen Grand Slam-Triumph, der definitiv ein epochaler Triumph für ihn ist und eines seiner Lebensziele, dass man den jetzt auch in der wirtschaftlichen Komponente merkt. Und da gibt es, wie es schon die letzten Monate gegeben hat, weil er hat ja auch das letzte Jahr schon unglaublich gespielt, aber verdichten sich natürlich jetzt die Gespräche. Und ja, das läuft in eine gute Richtung. Wie weit man der Erfolg ist, ist schwer abzusehen. Fakt ist aber, dass es nicht so ist, dass jetzt die Telefone mit Sponsoren nicht klingeln, die Millionen ausgeben wollen. Aber das ist immer ein Prozess, eine Partnerschaft, da muss man sich näher kennenlernen, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben ja schon vorher begonnen und jetzt natürlich geht es ein bisschen schneller, keine Frage. Sie haben zuletzt auch schon gemeint, natürlich ist der Marktwert von Dominic auch in die Höhe geschnellt jetzt, wenngleich es Herwig Stracker dann auch wichtig war zu betonen, dass der Dominic nicht des Geldes wegen Tennis spielt. Also das war dann auch extra noch ein Zusatz, der dann auch noch ausgeschickt wurde von der Austria Presseagentur. Trotzdem die Frage, wie bemisst man eigentlich einen Marktwert von einem Tennisspieler? Wie kann man den errechnen? Ja, das war die Diskussionen letztens. Es gibt keinen Marktwert, so wie im Fußball, wo man sagt, da gibt es eine Transfertabelle oder so. Das gibt es im Tennis nicht. Aber unser Ziel ist es einfach, seinen Wert zu maximieren in der Öffentlichkeit. Und der hat eine tolle Persönlichkeit. Und wenn man von Vermarktung spricht, geht es immer um die Marke Dominic Thiem. Und die Marke ist seine Persönlichkeit. Das ist erst das Produkt, wenn man so will, wenn man es vergleicht mit einem klassischen Marketing. Und die ist einfach toll und die ist außergewöhnlich gut. Die Art und Weise, wie er auftritt, ich sage es auch immer wieder, so am Boden geblieben einerseits und andererseits sehr aktiv, fast aggressiv am Platz. Das ist eine gute Mischung und das ist auch das, was so gewisse Spannung ausmacht für die Sponsoren. Und ich glaube, da finden sich viele wieder. Und jetzt gilt es eben auch zu selektieren und zu schauen, was passt zu ihm und was passt weniger zu ihm. Und mein Ziel sind schon, oder unser Ziel sind schon, eher weniger, aber internationale Marken zu finden. Wird nicht immer möglich sein, das umzusetzen, aber das ist jetzt, wie gesagt, die Strategie für die nächsten Monate. Dann mag ich das gleich aufgreifen, weil so viel meine ich schon über Zucker zu haben, was Marketing angeht. Es geht offenbar darum, diese Marke Dominic Thiem auch langfristig zu etablieren, also möglichst auch über sein Karriereende hinaus. Das heißt konkret, dass Sie wie viele Angebote bewusst ablehnen, weil Sie sagen, ja, das wird jetzt kurzfristig einen Haufen Kohle bringen, allerdings wird es der Marke, nämlich der langfristigen Etablierung der Marke, schaden? Ja, ich glaube, man braucht es nicht zu verkomplizieren, es muss einfach zusammenpassen. Also, und wenn es zusammenpasst, und das zeigen ja in der Vergangenheit viele langjährige Partnerschaften mit anderen Sportlern, wenn es zusammenpasst, dann ist es langfristig. Und es gibt ein Beispiel mit Roger Federer, der die Firmen auch über seine Karriereende jetzt schon hinausgebunden hat, einfach weil es der Person gut passt. Und das muss das Ziel sein. Also dieser Fit muss da sein, Sportler und Marke oder Sponsor. Und wenn der da ist, dann passt. Deswegen kann man es nicht verallgemeinern, wer jetzt genau und wer weniger. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt ein Angebot am Tisch bekommt und das ablehnt, sondern es gibt einfach Gespräche. Und im Laufe der Gespräche merkt man, passt es oder passt es weniger. Und dann
verläuft das eine halt im Sand und das andere verdichtet sich. Wie sehr sind bezahlte Social Media Postings ein Thema dieser Tage? Ja, nachdem wir für unsere Sponsoren ja relativ viel tun, auch über Social Media, was gut und wichtig ist und diese Partnerschaften ja auch aktiviert, gibt es jetzt sowas wie ein Influencer-Dasein vom Dominik eher weniger, also dass man jetzt zusätzlich noch andere Produkte über Social Media bewirbt. Ich glaube, da ist wichtig, dass man vorwiegend einmal an unsere Partner denkt und das tut er auch intensiv und die sind auch sehr zufrieden damit. Wie sehr sind Sie denn in die klassische Medienarbeit vom Dominik involviert? Ich meine ja beurteilen zu können, dass der Dominik recht ungekünstelt auftritt, auch eine klare Meinung hat, die sich auch zu sagen traut. Stecken Sie da dahinter oder lassen Sie ihn da einfach machen, weil er es eh gut macht? Also, oder anders gefragt, wie viel geben Sie ihm vor oder wie sehr briefen Sie ihn? Wie sehr sagen Sie, du, das bitte nicht, schon gar nicht bei dem Journalisten und pass auf, weil das ist vielleicht ein haklicher. Nein, ich bin ja jetzt auch schon länger auf dieser Welt und was ich gelernt habe, ist, dass das von innen kommen muss. Also, dass die Persönlichkeit das Wichtigste ist. Das heißt, wenn er, das war auch das Credo der letzten eineinhalb Jahre, wenn er selbstständiger wird und wenn er selbstbewusster wird, dann wird er bei den Interviews auch anders auftreten, dann wird er sich anders präsentieren in der Öffentlichkeit und genau das ist der Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass er persönlich einen guten Wandel in den letzten eineinhalb Jahren vollzogen hat und dass man das am Platz merkt und dass man das auch abseits des Platzes merkt. Also es gibt null Briefing in die Richtung, wie sitze ich oder wie spreche ich oder was. Inhaltliche Briefings gibt es natürlich und auch abhängig davon, mit welchem Medium man spricht, das schon. Aber also vom Verhalten her oder der Art und Weise, wie er sprechen soll, das kommt von innen und das macht er perfekt. Und ich muss sagen, Hut ab, wie er da letztens am Dienstag nach 50 schlaflosen Stunden direkt vom Flughafen in einer derartig professionellen Art und Weise die Fragen beantwortet hat, das war schon genial. Ja. Wie sehr sind Sie dann auch oft manchmal nicht seiner Meinung in dem, was er sagt? Wie sehr schauen Sie sich ein Interview von ihm an und denken Sie, na, Bursche, das hätte ich anders gelöst. Ich kann es vielleicht an einem konkreten Beispiel dingfest machen, weil irgendwann in der Corona-Zeit hat Dominik Gott sei Dank uns ein Interview gegeben, das für viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich weil er darin gesagt hat, er versteht nicht, warum er jetzt als Top-10-Spieler oder als Spitzenspieler sein Geld, das er auch hart verdient hat, an einen Nicht-Top-100-Spieler weitergeben sollte. Da war diese Diskussion, ob man die Initiative der Big Three unterstützen soll oder nicht. Das ist natürlich sehr kontrovers diskutiert worden und war fast weltweit eine Schlagzeile. Wie stehen Sie ganz grundsätzlich zu dieser Causa und wie oft denken Sie sich, sehe ich anders, aber soll mir recht sein, wenn es der Dominik so sieht? Ja, eins ist einmal klar, also seine Meinung ist seine Meinung und das war definitiv seine Meinung und er hat auch zwar hinter vorgehaltener Hand, aber von vielen Personen aus dem Tennis-Business positive Rückmeldungen zu dem bekommen, weil er, und das war ja so, dass die Frage eine längere Antwort hatte, als sie dann zitiert wurde, wie es immer so ist, ein Zitat ist ein Stück heraus. Das Los des Journalisten, dass man viel Informationen in den Titel bringen soll. Gerissen, ja. Und er hatte dann gesagt, weil aber es war die ganze Antwort war dann schon im Video zu sehen. Das passt ja, aber die anderen Medien haben es dann, wie gesagt, nur teilweise zitiert. Ja. Und er hat ganz klar gesagt, dass es Spieler gibt, die dort 10 Jahre spielen, nie das Ziel am Höhe hinaufzukommen und solche Spieler will er nicht fördern. Und das nicht ist alles richtig. Dem Sport unterordnen. Ja, und das ist absolut richtig. Wie gesagt, zitiert wurde dann nur, dass er nicht alle unterstützen möchte, was vielleicht falsch rübergekommen ist. Und das war seine Meinung. Also da gibt es null oder volle Übereinstimmung mit ihm, weil wie gesagt, das ist seine Meinung und er soll auch seine Meinung sagen. Wenn es darum geht, dass irgendein Thema ist, ein Tabuthema oder ein anderes Thema, dann wird man das eh vorher besprechen. Dann fragt er mich oder das Umfeld sowieso davor. Also das, ich glaube, das ganz Wichtige ist Selbstständigkeit, eigene Meinung haben und die auch dann letztlich öffentlich sich deklarieren. Das ist viel wichtiger, als keine Meinung zu haben und ganz der nette Bub vom Nebenan zu sein. Und ich glaube, diesen Wandel hat er definitiv vollzogen und Ecken und Kanten zu zeigen, das war auch eines der Ziele. Weil das ist kommen wir wieder auf die Vermarktung, in der Vermarktung wichtig, weil jemand, der kein Profil hat und den man nicht zuordnen kann, den kann man auch nicht vermarkten. Das ist eh schon wieder eine ganz gute Steilvorlage und Sie haben einschlägige Schlagwörter jetzt eh schon mehrfach deponiert, da geht es also um Persönlichkeitsentwicklung, um Ecken und Kanten, um Eigenständigkeit. All das, sagen Sie und sagt auch die Familie Thiem, hätte in den letzten eineinhalb Jahren, also de facto seit der Trennung von Günter Presnik, enorm an Fahrt aufgenommen. Jetzt ist mir schon klar, Sie werden zum Rechtsstreit von Günter Presnik nichts sagen, auch wenn ich nichts dagegen hätte, wenn Sie das tun würden. Aber was heißt das dann konkret, in welchem Zustand oder in welcher Verfassung haben Sie denn die Persönlichkeit Dominik Thiem vorgefunden, als Sie sie übernommen haben? Das klingt jetzt fast ein bisschen so, als wäre er ein Wasal gewesen vor eineinhalb Jahren. Nein, das war er nicht. Also, aber Fakt ist, und
ich will jetzt über die Vergangenheit nicht allzu viel reden und steht mir auch nicht zu, weil ich glaube, es war eine gute Zusammenarbeit mit dem Günter Presnik über eine lange, lange Zeit. Trotzdem ist der Dominik in der Zeit, ist er älter geworden und hat sich entwickelt und das ist natürlich für eine Person, die jemanden als Kind schon betreut, schwierig, diesen Werdegang oder diesen Reifeprozess so ganz locker mitzugehen. Und da war auch mein Eindruck, es ist halt so wie Eltern, die ein pubertierendes Kind haben und glauben, also es ändert sich einfach. Und das ist ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen, also dieses Release, dieses Freilassen, ist mein Eindruck, ohne das jetzt irgendwie kritisch zu sehen, es war einfach so. Wenn du mit dem gleichen Coach so lange zusammen bist und auch Manager, gibt es eben diese Abnutzungserscheinungen, die der Dominik auch immer wieder zitiert hat. Und er hat selbst gesagt, er ist dem Günther für alles dankbar. Und diese Freiheit, die einfach dadurch entsteht, dass jemand neuer da war, das hat mit mir wahrscheinlich gar nichts zu tun. Einfach, es war die Freiheit, die er gebraucht hat. Es war ja auch die Entscheidung der Trennung, war ja nicht so, weil jemand anderer da war, also wie bei einem Verhältnis, wo die nächste Freundin oder der nächste Freund da ist, sondern es war seine Entscheidung, er möchte es beenden einfach. Und das hat noch nicht dazu geführt, dass es schon jemand anderen gab. Und diese Entscheidung war anscheinend, weil es ihm doch zu eng geworden ist. Haben Sie eigentlich in irgendeiner Form Kontakt mit Presnik aktuell? Sehr sporadisch, also das in den letzten Monaten gar nicht, aber ich habe persönlich mit ihm, wir waren jetzt oder sind keine Freunde, aber wir haben immer gegenseitig Respekt gehabt und das wird auch weiter so bleiben, aber ich habe jetzt keinen Kontakt und habe ihn jetzt auch nicht gesucht, er offensichtlich auch nicht, aber nicht, weil zwischen uns was ist, sondern weil halt natürlich die Situation insgesamt nicht angenehm ist. Dann machen wir einen Haken unter das Thema Günter Presnik und kehren zum Dominik zurück. Genießt er Ihrer Meinung nach den Stellenwert in Österreich, den er verdient? Ich will da jetzt zwei, zugegeben wahrscheinlich ein bisschen krasse Gegenbeispiele anführen, zum Beispiel Nishikori, der weit nicht so erfolgreich ist wie Dominik, aber in Japan oder in seiner Heimat zumindest dem Vernehmen nach vergöttert wird und sich kaum frei bewegen kann. Und das zweite ist jetzt ein bisschen ein altes, aber vielleicht doch ganz aussagekräftiges Beispiel, Goran Ivanišević 2001 und Wimbledon-Sieg. Sein erster, ich glaube sogar sein einziger Grand Slam-Turnier. Ja. Und da sind natürlich Bilder überliefert von seiner Ankunft in der Heimat in Kroatien. Also das war Volksfeststimmung, da hat es bengalische Feuer gegeben und ich weiß nicht, wie viele 100.000 Leute da auf der Straße waren. Das gab es zumindest jetzt einmal beim Empfang von Dominic Thiem nicht. Spricht das für die Ranzer-Nation Österreich? Weil bei uns gibt es ja hinter vorgehaltener Hand schon das Argument, naja, der hat er nur gewonnen, weil die Big Three nicht dabei waren. Oder ist das etwas, was Sie nicht stört? Das ist schwierig, weil ich glaube, die Frage ist immer, also erstens haben wir mal Corona, das muss man sagen, also jegliche Art von Feiern. Und das war auch bei der Willkommenspresse, wenn das nicht gewesen wäre, hätte man die Ankunft am Flughafen schon anders inszeniert. Und natürlich auch die Pressekonferenz. Okay, das war so, wie es ist. Das heißt, das ist einmal ein Unterschied. Und der zweite Punkt ist, dass ja, wir in Österreich auch im Skisport natürlich Heroes haben, die international gesehen vielleicht nicht den Stellenwert haben, aber man ist es irgendwie gewohnt, seinen Hero zu haben. In Japan zum Beispiel, die haben relativ wenig wirklich gute Sportler, die in international erfolgreichen Sportarten Nummer 1 sind und im Tennis eben überhaupt noch niemanden gehabt. Und deswegen ist der Nishikori dort jemand, der vergöttert wird. Es ist auch ein Markt mit, weiß nicht, 100 Millionen Einwohnern, das ist ja auch ein Unterschied. Also wenn von 100 Millionen die Hälfte jemanden vergöttert, sind 50, bei uns die Hälfte sind halt nur 4. Und zum Thema Goran Ivanišević, das war definitiv ein Märchen. Ja. Der hat, glaube ich, sogar aus der Qualifikation oder mit Wildcard teilgenommen und war schon am Ende seiner Karriere. Hat das oft probiert, nie geschafft und das war so die allerletzte Chance und diese ganze Kombination. Und er hat auch danach keine Turniere gehabt und das war alles zusammen halt wirklich ein Ereignis, das unerwartet war. Und beim Dominik ist doch so, dass das über die letzten 3 Jahre, er ist immer näher gekommen, er hat auch bei den Grand Slam-Finale, die er gespielt hat, immer einen Satz mehr gewonnen. Das ist so eine stufenweise Entwicklung und alles, was sich stufenweise entwickelt, hat sich noch nicht diesen sensationellen Charakter als etwas, was so plötzlich kommt. Und vielleicht das sind Punkte, wo man sagt, okay, das war vielleicht der Grund, warum jetzt kein, wie beim Karl Schranz damals der Heldenplatz geöffnet wurde. Aber ich denke schon. Wer weiß, was noch kommt. Wenn er die Federer-Marke geknackt hat, vielleicht. Ja, und es ist das ein bisschen anders als im Fußball, wo man sagt, da ist eine Meisterschaft da nach einem Jahr, sondern das ist ein Turnier, da gibt es mehrere Turniere. Also diese Zutaten machen es vielleicht ein bisschen anders als in anderen Sportarten. Dominik wurde bei dem angesprochenen Medientermin in Wien ja auch nach seinem Privatleben gefragt. Und da hat er sich ja sehr elegant und auch klug und auch sehr witzig aus der Affäre gezogen und gesagt, ja, im Moment ist es eh schwierig, weil jegliches private Vergnügen wird eh sofort mit einer Disqualifikation geahndet. Genau.
Wird die Öffentlichkeit trotzdem erfahren, wenn er wieder mal eine neue Freundin hat? Oder wie sehr raten Sie ihm dazu, das völlig außen vor zu lassen? Und finden Sie es legitim, dass Society-Reporter danach fragen, wie es denn so im Liebesleben vom Dominic Thiem ausschaut? Oder sagen Sie, liebe Leute, drei Fragen, also die aber irgendwie verwandt sind. Die verwandt sind, aber die Art des Privatleben ist privat, deswegen heißt es ja Privatleben. Also wir werden sicher nicht eine Presseaussendung machen. Pressekonferenz mit der neuen Freundin. Pressekonferenz, wenn es eine neue Beziehung gibt. Nummer zwei hat er auch klar gesagt, Dennis steht im absoluten Fokus. Das heißt, es hat die Priorität und wenn es passt, passt es. Wenn sich was ergibt, also ich glaube, das ist nicht anders als im für einen normalen Mitbürger oder Mitbürgerin, wo man sagt, okay, wenn es passt, dann trifft man jemanden. Das kann man eh nicht verhindern. Aber Fakt ist, bei ihm ist, und das ist die nächsten Jahre noch so, dann ist die Priorität. Und dass darüber gefragt oder dazu gefragt wird, ich glaube, das ist ein Thema, das kommt jetzt. Also wenn man Grand Slam-Turniere gewinnt, wenn man Richtung Nummer 1 geht und oder eventuell einmal Nummer 1 werden könnte, dann kommen natürlich auch die Yellow-Press-Fragen, mit denen wird er sich stellen müssen. Da ist Österreich, glaube ich, noch relativ human. Also ich habe das mit anderen Sportlern in anderen Ländern viel extremer erlebt. Und ja, das wird kommen. Und ich glaube, in der Art und Weise, da sind wir wieder bei der Persönlichkeit, in der Ausstrahlung, die er hat, wird er auch diese Fragen sicherlich souverän werden. Und einem Marcel Hirscher ist es ja sogar gelungen, den Vornamen seines Sohnes geheim zu halten. Also vielleicht ist er die österreichische Presse handelbar. Ich weiß ihm tatsächlich noch immer nicht. Okay. Also, zumindest offiziell posaunt ist er noch nicht geworden. Wer ist denn Ihr Favorit für die French Open? Ja, ich glaube, gibt es nur einen Top-Favoriten, das ist der, der dort erst zwei Spiele in seinem Leben verloren hat, nämlich den Rafael Nadal, der noch dazu jetzt da US Open ausgelassen hat und sich auf Sand vorbereiten konnte, jetzt in Roma sehr gut gestartet ist. Und es gibt natürlich ist der Dominic und der Novak Djokovic im engeren Favoritenkreis, das sind so die drei, wo ich glaube, die sind ein bisschen über die anderen zu stellen. Aber die Breite ist größer geworden. Es gibt viele, viele junge Spieler, die nachdrängen. Und was für Dominic auch neu ist, er ist jetzt definitiv ein Gejagter. Also er ist nicht mehr der Jäger. Und das ist eine neue Situation. Das heißt, er wird von der ersten Runde wird es Leute geben, die versuchen, den US Open Champion und den möglichen French Open Champion rauszukicken. Und da geben die 120-130%. Der muss halt schauen, dass er mit vielleicht 80-90% diese Matches gewinnt, damit er sich auch die Kraft für Semifinale, Finale aufhebt. Jetzt ist Herwig Stracker ja nicht nur Manager von Dominic Thiem, sondern auch der Cheforganisator der Erste Bank Open in Wien, die plangemäß zumindest in etwa einem Monat stattfinden sollen. Zu wie viel Prozent tun Sie denn das und mit welchen Begleiterscheinungen haben Sie derzeit zu kämpfen? Wie ist überhaupt der Stand der Dinge gemessen an den Corona-Richtlinien? Naja, erst einmal zu den Prozent. Das ist, ich habe jetzt die Erste Bank Open, machen wir jetzt, glaube ich, zum 12. Mal oder so und habe in den letzten Jahrzehnten eigentlich ein super Team aufgebaut. Das heißt, die organisatorisch vom Ablauf laufen die eigentlich sehr gut organisiert, muss ich mich weniger einmischen. Allerdings in den letzten Wochen natürlich dann doch wieder mehr, weil sich ständig die Voraussetzungen ändern. Ich bin ja da mit der Regierung im engen Kontakt, wobei es offensichtlich nicht allzu viel hilft, weil diese Reduktionen der Kapazitäten ich für nicht ganz gerechtfertigt halte, nämlich dass man da keinen Unterschied macht, ob man in der Wiener Stadthalle spielt oder in der Dorfhalle von Burkhardsdorf. Das ist für mich nicht gerechtfertigt und das werde ich auch weiter versuchen, bis zu den Erste Bank Open noch einmal zu thematisieren. Oder Allianz Stadion Rapid gegen Mattersburg. Also das sind Dinge, warum hat man da nicht unterschiedliche Größenordnungen festgelegt im Verhältnis zur Kapazität eines Stadions oder einer Halle. Ansonsten, wir wollen es trotzdem weiter durchführen. Warum? Weil gerade jetzt eine riesen Euphorie da ist. Der Dominic spielt super, wir werden ein tolles Starterfeld haben. Und wir wollen einfach die Story weitererzählen. Und andere Unternehmer investieren halt in Fabriken oder in Beton, in Häuser. Und wir müssen halt in diese Veranstaltung investieren. Es ist definitiv eine tiefrote Veranstaltung im Sinne von den Zahlen. Ja, ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren wieder zurückkommen. Wie schwierig ist es tatsächlich, diese Tage mit den Spielern zu verhandeln oder mit den Managern und sie davon zu überzeugen, nach Wien zu kommen? Ja, es ist lustig. Ein paar verstehen es sofort und sagen, weil wir können in dem Jahr mehr oder weniger kein Startgeld zahlen. Also es ist total eng das Budget. Also wir verlieren mehrere Millionen in den Zuschauereinnahmen. Und es gibt zwar eine Reduktion jetzt des Preisgeldes der ATP, das wurde jetzt in der letzten Zeit vorgeschlagen. Ist noch nicht ganz klar, wie viel, aber das hilft uns natürlich. Aber von den Startgeldern her, es ist einfach ganz, ganz eng und ein paar Manager sehen da sofort ein paar versuchen es halt noch. Aber es ist kein Bluff, sondern es gibt einfach kein Geld für Startgeld. Und ich hoffe, dass das die meisten dann doch trotzdem nach Wien kommen, weil sie sagen, ich brauche die Punkte, ich brauche das Preisgeld, ich brauche Spiele.
Und da sind wir einen sehr guten Termin, weil eigentlich kein großes Turnier gegen Wien spielt. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen unmittelbar bei den Verhandlungen hilft, aber wir werden die Daumen drücken, dass Herr Passable Starterfeld. Jeder gedrückte Daumen hilft. Immerhin, ne? Schaden kann es nicht. Also vielen Dank für den Besuch, alles Gute bei den weiteren Planungen. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.